Hi und herzlich willkommen zu diesem Beilagenvideo. Das hier ist ein super leckerer Tortellini-Salat für eure nächste Grillparty und wie ihr den macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Tortellini-Salat brauchen werde. Los geht's mit den Tortellini. Die hier sind noch nicht gekocht, die werde ich gleich kochen. Werde von der Garzeit eine Minute abziehen, damit die nicht überkochen, weil sonst werden sie im Salat einfach auseinanderfallen. Dann brauchen wir Schinken, Frühlingszwiebeln, getrocknete Tomaten, Paprika, holländische Mayonnaise, ein bisschen Schmand, Pfeffer und Salz. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Ich schneide jetzt erstmal das Gemüse ein bisschen klein, den Schinken klein, dass wir den schon mal aus dem Weg haben und koche die Tortellini. Also legen wir los. Während die Tortellini jetzt gleich kochen, schneide ich mir hier die Frühlingszwiebeln schon mal zurecht. Das heißt also, ich nehme das Grüne von den Frühlingszwiebeln, nehme ich hinten weg. Dann werden die halbiert und dann einfach in möglichst feine Ringe geschnitten. Wenn die Frühlingszwiebeln dann klein geschnitten sind, kommen sie in eine Schale rein. Wir kümmern uns als nächstes um die Paprika. Und auch die Paprika wird dann in möglichst kleine Stücke geschnitten. Sie brauchen jetzt nicht super fein sein, aber auf jeden Fall so, dass sie halt gut in den Salat passen, dass man dann, wenn man den Salat isst, auch da nicht immer dann Riesenstücke Paprika hat und die kommen dann auch mit in die Schale rein. Als nächstes kümmere ich mich um die getrockneten Tomaten. Da brauchen wir nicht die ganze Schale. Ich denke mal, wenn wir da 8 getrocknete Tomaten haben, sollte das vollkommen ausreichen. Und auch die werden jetzt klein geschnitten. Da darf das dann allerdings wirklich, wirklich fein sein. Die bringen also neben dem Öl, in dem sie ja so ein bisschen eingelegt sind, halt auch noch die Gewürze mit, die da mit bei sind. Ist eine richtig leckere Geschichte. So, wenn die getrockneten Tomaten dann klein geschnitten sind, auch ab damit in die Schüssel. Hier haben wir jetzt den Schinken, das ist jetzt ein ganz normaler Kochschinken. Den schneide ich jetzt klein und da brauchen wir uns eine ganze Ecke weniger Mühe beigeben. Einfach in so Würfelchen. Reicht vollkommen aus. Mit den Fingern gerade so ein bisschen auflockern. Und auch den dann mit in die Schüssel. So, nachdem jetzt immer die ganze Zeit nur Sachen immer in die Schüssel verschwunden sind, schauen wir da auch mal rein. Hier ist also jetzt der Schinken oben drauf, unten drunter die Paprika, die getrockneten Tomaten und die Frühlingszwiebel. Das mische ich jetzt alles schon mal schön durch. Und dann kümmern wir uns als nächstes mal um das Dressing. Hier habe ich jetzt mal ein Schälchen hingestellt und hier habe ich meine geliebte holländische Mayonnaise. Ihr könnt da letzten Endes nehmen, was euch am besten schmeckt, aber ich persönlich finde die halt sehr, sehr smakelig. Da kommen jetzt 2 sehr gehäufte Esslöffel kommen da in meine Schale rein und ein Becher Schmand. Und das Ganze wird dann mit einem Rührbesen schön miteinander verrührt. Richtig schön glatt gerührt. Dann kommt jetzt eine gute Prise, was heißt Prise, eigentlich eher so ein Teelöffel frisch gemahlener Pfeffer dran. Und noch, sagen wir mal, auch ein guter Teelöffel Salz. Das Ganze dann schön einrühren. Damit ist die Soße oder das Dressing fertig vorbereitet. Jetzt schauen wir nach den Tortellini. Die Kochzeit der Tortellini war auf der Verpackung angegeben mit 6 bis 8 Minuten. Ich habe jetzt hier nach 5 Minuten die Reißleine gezogen und gieße die jetzt ab. Vielleicht habt ihr das im Supermarkt schon mal gesehen. Es gibt ja Tortellini auch so in der Mini-Variante. Wäre für den Tortellini-Salat sicherlich nicht die schlechteste Lösung. Jetzt gehe ich noch kurz mit kaltem Wasser kurz drüber.
Beim Nudelsalat-Video gab es da ja die unterschiedlichen Auffassungsgaben, ob man Nudeln jetzt abschrecken soll oder nicht. Ich persönlich mache es. Hab da auch kein Problem mit. Wenn ihr das anders macht, ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Kurz abtropfen lassen und dann können sie an den Salat. So, hier habe ich jetzt also die Schüssel mit meinem Gemüse und dem Schinken. Da kommen die Tortellinis jetzt rein und dann wird das Ganze erstmal ordentlich durchgemischt. Und dann habe ich hier die Schale mit dem Dressing. Das kommt jetzt oben drüber. Und dann wird wieder ordentlich durchgemischt. Wie ihr sehen könnt, wird das kein Tortellini-Salat, der in Mayonnaise schwimmt. Das will ich auch nicht, das mag ich persönlich auch nicht. Das, was wir jetzt da haben mit dem einen Becher Schmand und den zwei Esslöffeln Mayonnaise, reicht vollkommen aus. Und damit ist der Tortellini-Salat jetzt erstmal fertig vorbereitet. Der muss jetzt, wie jeder gute Salat, nochmal mindestens 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Deswegen Deckel drauf und ab damit in den Kühlschrank und dann sehen wir uns zum Probieren wieder. Gute 3 Stunden später ist der Tortellini-Salat schön durchgezogen. Wir sehen, da oben drauf ist es ein bisschen trocken geworden, das rühren wir gerade mal um. Und so sieht er jetzt eben aus und so kann er jetzt auch probiert werden. So, da ist er also, mein Tortellini-Salat und ja, jetzt wird probiert. Super Kombination mit dem Schinken, der Paprika, der Frühlingszwiebel, richtig schön frisch. Auch mit der Mayonnaise und dem Schmand jetzt gar nicht überladen, genauso wie es sein soll. Ein super Salat, den ihr auf jeden Fall mal nachmachen solltet und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dem Video. Wenn denn so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben in der Ecke nachholen. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Ihr verpasst so keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich 19 Uhr und dienstags halt mit den Beilagenvideos. Ja, das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Jan von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.